Macht, Gier und Schuld sind nur zwei der vielen Themen in William Shakespeares Drama Macbeth. Angetrieben von seiner Frau ermordet der Titelheld seinen König, um selbst den Thron zu besteigen. Es ist eine Tat, die eine Welle von weiteren Verbrechen, Blut, Unglück und Tod nach sich zieht und den Mörder selbst zu Fall bringt. Das Stück ist mehr als 400 Jahre alt und gehört noch immer zum Besten, was je geschrieben worden ist. Im Kellertheater inszeniert Klaus Rohrmoser die Tragödie. Wer will ihn schon, den Dolch des Bösen, die Schultern morden, um zur Macht zu gelangen? Nach außen hin keiner, aber im Geheimen werden ihn Lady Macbeth und dem Mann nützen. Denn der König muss getötet und Macbeth so zum Herrscher werden. Er zaudert, sie treibt ihn an. Fürchtest du dich, der Macbeth zu werden, der du bist im Traum? Es juckt ihn und er fürchtet sich zu kratzen. Es könnte Blut ihm unterm Nagel kommen. Schweig! Ich wage, was ein Mann nur wagen kann. Wer mehr wagt, ist keiner. Macbeth gehört für mich zu den 5 besten Theaterstücken, die es überhaupt gibt. Aber das ist eine persönliche Meinung. Und ich glaube, dass die Vielschichtigkeit, also es eben nicht auf einer Ebene nur zu sehen, dass das den Reiz des Stücks ausmacht. So vieles erzählt Shakespeare in diesem Stück, auch von Schuld und Angst, Zerstörung, Wahn und von Liebe. Wie geht man mit der tiefer Liebe um, die was eigentlich von irgendwann einmal unter einem Schatten gerät, weil man sich anzieht und weil man dem sein Gegenüber nicht irgendwie enttäuschen will. Das aber dann wieder auf einen zurückfällt. Also das ist ja total. Also es scheint ja auch, als wäre das ein Körper von Macbeth und diese Lady Macbeth. Was sind das für Hände? Nicht alles Wasser. Und wenn die Meere sich versammeln, kann diese Hände reinwaschen. Meine Hände sind blutig wie die deinen. Doch schäme ich mich, dass mein Herz so weiß ist. Hexen treiben das tödliche Spiel an und die Menschen ins Extreme. Apropos, was ist Ihr bisher extremstes Mittel gewesen, um ein Ziel zu erreichen? Ich kennt jetzt gar nichts dazu. Also auf alle Fälle nicht, dass ich jemanden damit verletzt habe. Das nicht. Also da bin ich der Lady Macbeth, also weit entfernt von diesem Charakter. Sehr gute Frage. Also ich glaube, mein extremstes Mittel, um ein Ziel zu erreichen, war, dass ich über meinen eigenen Schatten gesprungen bin und Dinge getan habe, die ich von mir eigentlich nicht erwartet habe. Wenn du jetzt fragst, welche Dinge das waren, dann muss ich leider schweigen. Wer will ihn schon, den Dolch des Bösen? Macbeth von William Shakespeare ab morgen im Innsbrucker Kellertheater.